Aber meiner Meinung nach, Edgar, gebe ich eine... Hey, yo, Leute, Crymax hier. Was geht ab mit Paul Berger? Wir sind heute mal wieder zurück in Brawl Stars, Leute. Ja, ich weiß, lange ist es her, aber ich habe es in letzter Zeit irgendwie überhaupt nicht geschafft, weiterzuspielen. Wir haben immer noch unsere Serie, und zwar Road to Pro. Und in jedem Video werde ich einen Lieblingsbrawler von euch probieren. Im letzten Video haben wir, glaube ich, Spike probiert. Und ihr habt mir einfach mal 1700 Kommentare geschrieben, welchen Brawler ich als nächstes probieren soll. Und da waren auch richtig gute Kommentare dabei, wie zum Beispiel, dass ich mit den Powerpunkten lieber upgraden soll und nicht mit den Gems. Also danke für die ganzen Tipps, Leute. Schreibt mir auch gerne heute wieder neue Tipps in die Kommentare. Und warum kriege ich hier die ganze Zeit von diesem Lukas eine Einladung? Ablehnen, Junge. Ich will jetzt hier nicht in dein Team. So, auf jeden Fall, schreibt jetzt gerne schon mal in die Kommentare, welchen Brawler wir in der nächsten Folge probieren sollen. Und ich habe, glaube ich, mit Abstand am meisten in dem letzten Video gelesen, dass ich mal Edgar probieren soll, Leute. Ich habe jetzt sowieso dank dem 24-Stunden-Ja-Sagen-Video mit Lukas, falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das gerne mal auf meinem Hauptkanal aus. Da hat er nämlich gesagt, dass ich mir alle Skins kaufen muss. Ich musste über 800 Euro hier investieren in Brawl Stars und habe jetzt wirklich jeden Skin, jeden Brawler. Und deswegen ist das für mich kein Problem und ich kann wirklich jeden Brawler jetzt mal ausprobieren. Warte mal, Leute, spinne ich jetzt hier? Wo ist denn Edgar? Wo ist dieser Edgar, Leute? Welche Farbe hat der denn überhaupt, dieser Edgar? Hä, spinne ich jetzt? Warum wollt ihr alle, dass ich unbedingt Edgar ausprobiere? Der ist ja nicht mal legendär. Edgar. Ey, ich habe wirklich gar keinen Plan. Ich bin doch so ein Noob in Brawl Stars, Leute. Ich weiß nicht mal, wer dieser Edgar hier überhaupt ist. Ah, hier, der. Okay. Leute, der sieht echt relativ unspektakulär aus. Also, er ist episch. Assassine. Okay, Leute, gut. Aber wie gesagt, wenn ihr das wollt, dann machen wir das jetzt mal. Ich werde ihn jetzt erstmal voll upgraden, damit wir natürlich auch eine Chance mit dem haben. Bam, bam, bam. Erstmal hier schön maximale Stufe raufballern. Bam! Und der ist Level 11. Okay. Gut, ich würde sagen, wir können den ja erstmal an sich ausprobieren, Leute. Wir gehen erstmal kurz auf den Trainingsplatz. Bevor wir in eine richtige Runde reingehen, gehen wir erstmal in den Trainingsplatz rein. Okay, 6600 Leben ist gar nicht mal so schlecht ohne Power-Ups. Okay. Hä? Der, was? Leute, der direkt seine Ultimate aufgeladen? Okay, das ist krass. Die Ultimate ist auf Long Range. Okay, da kann man... Ach, die lädt sich von alleine wieder auf. Okay, das also ist ganz gut zum Abhauen, aber an sich ist eher so Nahkampf. Boah, macht aber richtig viel Schaden. Was ist, wenn wir diesen Knopf hier drücken? Okay, was ist das? Machen wir jetzt irgendwie mehr Schaden oder was, wenn wir den Knopf drücken? Ich glaube, da machen wir sogar ein bisschen mehr Schaden. Ansonsten machen wir 1080 und... Okay, also ist ein interessantes Ding. Da muss man auf jeden Fall sehr in Nahkampf gehen hier immer. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt gleich mal mit in eine Runde rein. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich bin eigentlich immer so ein Fan von Fernkampf, Leute. Aber gut, wenn ihr mir das sagt, dann probiere ich den jetzt mal aus. Zack, auswählen. Warte mal, ich will mal noch ganz kurz gucken, was hat denn der hier für Skins ready? Was hat er denn für schöne Skins? Okay, den gibt es hier als mexikanischen Edgar. Oha. Mecha-Edgar. Oha, der sieht ja überkrank aus, Leute. Okay, das ist wirklich ein crazy Skin. Na gut, aber wie sieht es hier mit den Power-Ups aus? Was ist das hier? Flugticket kann man hier holen. Edgars Superskill lädt sich 4 Sekunden lang 525% schneller auf. Okay, das ist krass. Das ist krass. Also da kriegt man die Ultimate schneller. Oder Hardcore. Edgar erhält ein Schild, der die nächsten 3300 Schadenspunkte abblockt. Der Schild wird mit der Zeit schwer... Oha! Ja, okay, der Schild, Leute. Den nehmen wir doch direkt. Ey, da hat man ja immer... Das ist ja voll OP, wenn wir das aktivieren. Okay, Temposchub um 15%, wenn man sich in Büschen fortbewegt. Finde ich auch nicht schlecht. Wiederherstellung von Trefferpunkten ist 50% effektiver. Auch gut. Boah, ist irgendwie voll schwer. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen würde. Die sind alle eigentlich echt gut. Ich glaube, ich nehme aber dieses, dass ich mich schneller in Büschen bewegen kann. Weil der ist ja Assassine. Wir müssen sowieso oft mal in Nahkampf gehen über die Büsche. Oh, okay, das ist wichtig. Edgars Superskill fügt bei der Landung Gegnern in der Nähe außerdem 1350 Schaden zu. Das hat mir nämlich noch ein bisschen gefehlt, wenn man zu den Gegnern springt, dass es keinen Schaden macht. Okay, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Oder Edgar halt, wenn man die Schaden austeilt. Nein, auf jeden Fall Schaden machen, wenn wir zu Gegnern hinjumpen. Oh mein Gott, okay, wir machen den hier wirklich komplett einmal voll. Alter, Leute, wir machen den gerade hier so krass.
Super Skill. Wir machen, dass der Super Skill 10% schneller auflädt. Zack. Boah, der ist hier wirklich full ready. Oder wir könnten jetzt hier sogar noch den Super Skill. Nach Verwendung Super Skills sind die Geschwindigkeiten der Super Skills Aufladung. Okay, wisst ihr was? Wir kaufen es einfach. Was soll der Geiz? Wir kaufen das. Also wir haben unseren Edgar jetzt, glaube ich, full geupgradet. Mehr Upgrades gehen hier gar nicht, Freunde. Okay, das ist wirklich schon sehr, sehr big. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal in eine Runde rein, bevor wir hier weiterschauen, weil ich will jetzt mal wirklich testen, wie der Edgar hier im Einsatz funktioniert. Okay. Oh, Leute, wir heißen auch noch Paul Berger Limo eklig. Ey, Mann, das war nur wegen Lukas. Wir müssen uns erstmal gleich wieder umbinden. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, wir teilen so dick. Okay, wir machen wirklich dicken Schaden, Leute. Wir teilen hier wirklich sehr, sehr dicken Schaden aus. Okay, man muss halt einfach nur in Nahkampf gehen. Das ist das einzige Ding. Unsere Ultimate lädt aber von alleine auf. Okay. Ich will jetzt auch gleich mal testen, wie das so ist, wenn wir direkt in den Gegner reinspringen. Weil das ist ja eh ganz gut, wenn wir sowieso auf Nahkampf gehen müssen. Oh, oh, oh. Da kommt der Bär zu mir. Dieser Nita-Bär. Zack. Erstmal den Bär hier erledigt, Leute. Ah, komm, ich würde sagen, wir jumpen straight in Nita rein. Bam, direkt ein bisschen Schaden gemacht. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, Nita hat mich aber besiegt. Ja, es ist schwierig. Es ist halt schwierig, weil man muss halt wirklich sehr, sehr nah am Gegner dran sein. Und da hat natürlich so eine Nita mehr Vorteil, weil die natürlich schon früher schießen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von Edgar hier halten soll. Oh, wir kriegen Star-Drop, Leute. Ah, leider nur super selten. Ich weiß echt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Oh, guck mal, wir können hier noch Blinkpoints. Gibt Blinkpoints für Skin. Ach, wir müssen erst welche ausgeben, damit wir neue einsammeln können. Ah, okay. Für was kann ich denn hier die Bling-Dinger ausgeben? Okay, man kann nicht alle Skins mit den Blinkpoints kaufen. Oh, guck mal, Dr. Edgar. Okay, das ist aber ein cooler Skin hier, Leute. Sollen wir jetzt den mal kaufen mit unseren Blinkpoints? Was kann man hier sonst noch machen? Emotes. Ah, so ein paar Emotes kann man noch kaufen, Leute. Brawler, Themen. Was ist das hier? Das sind doch hier auch einfach nur andere Skins, oder nicht? Also wir können uns jetzt mal einen Skin kaufen mit unseren Blinkpoints. Ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, aber wir können ja einfach mal gucken, was hier so gibt, Leute. Wir müssen ja welche ausgeben, weil ansonsten können wir uns ja keine mehr einlösen hier. Da, Edgar-Skins. Wo sind die Edgar-Skins? Den können wir noch kaufen. Guck mal, also ich finde den Dr. Edgar hier eigentlich ganz gut. Dr. Edgar. Ah, warte mal. Dr. Edgar? Ja. Na komm, wir kaufen den einfach. Was soll der Geiz, Leute? Zack, hier. Bam, neuer Skin. Also Leute, ist eigentlich total dumm, dass ich so viel in diese Edgar hier reinpay, weil ich weiß noch nicht mal, ob ich den so nice finden soll. Aber egal. Egal, Leute. Was soll der Geiz? So. Bam, dann können wir uns nämlich hier mal schön unsere Blinkpoints auch mal wieder abholen. Bam, erstmal hier alles noch einsammeln. Das habe ich nämlich noch gar nicht hier gemacht. Ja, Powerpoints. Natürlich sehr wichtig hier, Powerpoints. Da haben wir sehr viele ausgegeben für den Edgar. Neues Spray können wir auch noch einsammeln. Münzen. Münzen haben wir natürlich auch sehr viele ausgegeben. Ich glaube, das war echt ein bisschen dumm, Leute. Ich hoffe, ich komme jetzt nächste Runde besser mit dem klar. Sage ich euch, wie es ist. Schön einmal alles hier einsacken, Leute. Oh, ein paar Juwelen nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Hier nochmal Münzen, 1000 Münzen. Bam, 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 Leute. Easy. Also ich muss sagen, ich glaube aber, ich finde den Spike, den ihr mir letztes Mal empfohlen habt, glaube ich, ein bisschen besser. Crow habe ich noch oft gelesen, Leon habe ich noch oft gelesen. Also schreibt echt mal in die Kommentare, wen wir als nächstes probieren sollen. Aber es war wirklich, also viele von euch müssen diesen Edgar ja echt feiern, Leute. Weil es war echt meiner Meinung nach der Kommentar, den ich am meisten gelesen habe. Oder das war nur eine Person, die das immer geschrieben hat. Aber ich glaube, sehr viele haben das gefeiert. Okay, wir haben jetzt einmal den kompletten Brawl Pass hier eingelöst. Jetzt haben wir auch wieder schön viele Münzen. Komm, wir gehen jetzt nochmal in eine Runde rein. Ich gehe jetzt hier nochmal in eine Runde rein. Ich kann das hier nicht auf mir sitzen lassen, dass wir gerade eben keinen Win geholt haben, Leute. Das ist ja echt unangenehm. So, wisst ihr was? Ich glaube, ich muss eine Paul Berger Limo trinken. Oh, oh nein, die Runde geht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wir werden angegriffen. Oh mein Gott, ich muss los, Bro. So, jetzt Paul Berger Limo haben wir getrunken. Ja, guck mal, das ist halt das Ding. Die können so auf Range gehen. Ja, okay. Ich hau ab, Bro. Dafür haben wir unsere Ultimate. Die ist natürlich ganz gut zum Abhauen. Wir müssen uns jetzt erstmal ein paar Power-Ups holen, damit wir erstens mehr Schaden machen und mehr Leben haben. Ja, guck mal, was für eine Distanz, die mich aber auch attacken, Leute. Das ist halt das Ding.
Oh mein Gott, also, Bro, es ist sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr schwer, wenn man da so auf so eine Distanz attackt wird. Also man braucht auf jeden Fall die Ultimate, um abzuhauen. Anders, da geht's nicht. Oh, wir sind schon im Showdown, Leute. Finale. Bro. Ich kann das erklären. Bro! Ah, oh mein Gott, der hat 11.000. Okay, hat der viele Power-Ups. Der hat 7 Power-Ups. Der hat viel mehr als ich. Ich brauche eigentlich noch einen kleinen, süßen Power-Up. So, jetzt haben wir 4. Ich versuche hier noch ein bisschen auf Power-Ups zu grinden, damit wir eine Chance gegen den Typen haben. Extra Schild. Ah, ich muss halt meine Dinger auch aktivieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade nur gewonnen, weil der andere Lags hatte. Der hat sich auf einmal irgendwie nicht mehr bewegt. Boah, ich muss sagen, ich tu mir, also wir haben jetzt zwar den Win geschafft, ich tu mir mit Edgar aber wirklich sehr, sehr schwer, muss ich Real Rap sagen, Freunde. So, wir müssen auch mal eigentlich diesen neuen Lily-Brawler da probieren, den habe ich auch noch nicht gesehen. Komm, wir gehen nochmal in eine Runde rein. Ich versuche jetzt mal direkt mehr auf Power-Ups zu gehen. Also okay, wir müssen halt auch unsere Dinge hier benutzen, ne? Wir müssen halt auch unsere Super-Booster benutzen, oder wie das heißt. Kleiner... Das Gute ist halt auch, dass wir... Ah ne, wir können auch nicht unendlich angreifen. Das muss auch irgendwann aufladen, okay. Zack, zack, zack. Okay, wir spielen jetzt taktisch. Erstmal schön hier viele Kisten holen. Taktisch, Leute. Okay, sehr gut. Wir sind sehr gut hier unterwegs. Oh. Okay, ruhig, 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 Leute. Ruhig. Jetzt reicht's. Bam! Weg mit dir, Junge. So machen wir das hier. Was bringt eigentlich das? Das weiß ich auch noch nicht, was das bringt, dieses Lila da, wenn ich das aktiviere. Sehen die mich da nicht, wenn ich wegrenne oder so? Bin ich da irgendwie so im Geistermodus? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Okay. Wir können unser Zusatzschild... Oh Gott, Gott, oh Gott. Bro, entspann dich, Bro. Entspann dich, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Brock macht ernst. Der Brock macht richtig ernst. Guckt euch... Ja, guck... Bro. Bro, selbst im Nahkampf. Ja, okay, der hatte 11 Power-Ups oder so. Das, keine Ahnung. Ich glaube, Leute, ich glaube, Edgar... Ich muss leider sagen, Spike, euren Vorschlag fand ich sehr gut. Edgar... Wahrscheinlich... Spiele ich den Brawler einfach falsch? Der muss ja irgendwie gut sein, wenn viele von euch das geschrieben haben. Aber ich komme einfach nur noch nicht so ganz drauf klar. Also ich werde jetzt hier nochmal 2, 3 Runden probieren. Aber wenn ich dann nicht mit dem Brawler warm werde, muss ich leider sagen, wird das hier nicht mehr mein Favorite werden. Ich kann halt jetzt auch noch nicht abhauen, weil das Ding noch nicht aufgeladen ist. Man hat halt wirklich nur so eine Ultra... Ich mag das nicht, wenn man so eine kleine Range hat, nur zum Angriff, ne? Das gefällt mir gar nicht. So, Schild aktiviert und bam, weggeklappt. Okay, also so muss man es echt machen. Man muss immer Schild draufspringen, schon mal Schaden machen, Schild aktivieren und dann wirklich full Nahkampf spammen. Aber das heißt, man darf eigentlich mit dem Edgar, wenn ich den jetzt so richtig verstanden habe, darf man mit dem eigentlich nur in Angriff gehen, solange alles aufgeladen ist. Wenn die Ultimate aufgeladen ist zum Abhauen, wenn das Schild aufgeladen ist, ansonsten sage ich euch hart auf hart. Oh mein Gott, er haut ab. Oh mein Gott, er haut ab, Bro. Dankeschön. Oh mein Gott, okay, jetzt haben wir 9 Power-Ups. Aber hier El Primo auch ganz gefährlich. Oh, mit 13.000 Leben. Ach du Heilige, Leute. Ach du Heilige. Okay, warte, aber ich lade jetzt einmal alles auf. Und jetzt rein. Aber El Primo ist natürlich auch Nahkampf.
Wieder Schild aktiv. Ja, okay, das war gut. Also man muss wirklich immer dieses Schild spammen, dieses Schild-Skill muss man spammen, Leute, damit man extra Leben hat. Und dann einfach rein, dann reinjumpen. Anders da, das ist die Tactics, Leute. Das sind hier die Tactics. Oh, ein Star-Drop. 3, 2, 1, let's go! Es bleibt leider bei selten. Oh, komm. Ja, komm. Also ich würde sagen, Leute, wir haben 444 Trophäen oder Pokale. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. In eine Runde gehen wir nochmal rein. Oh, hier kriegen wir auch nochmal einen zufälligen Star-Drop. Und bam, Leute. Und ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch und dann werde ich den Skin meiner Meinung nach bewerten. Ihr wisst, wir machen jetzt hier immer die iCrimex-Bewertung, iCrimex-TÜV hier bei jedem Brawler. Also Spike, muss ich sagen, hat von mir, ich weiß gar nicht mehr, was war, eine 9 oder 10 von 10 bekommen. Mit dem bin ich echt gut klargekommen. Nach der Runde werde ich euch meine finale Einschätzung für... Oh mein Gott, weggeklappt. Ja, man muss den echt mit Schild spielen. Schild und dann drauf. Schild aktivieren, drauf da. Langsam, ich werd langsam warm mit dem. Ich mache immer Bewertung von 1 bis 10. So, ihr könnt ja auch mal echt in die Kommentare schreiben, wie ihr den Brawler von 1 bis 10 findet. Okay, ich muss mir jetzt hier mal noch ein paar Power-Ups saven, damit wir natürlich auch die Runde wieder gewinnen, Leute. So, erstmal abhauen, Leute. Auf Lock, sehr gut, das war aber gut. Das war sehr, sehr gut, Leute. Oh, Showdown. Oh nein, hä? Nein, ich habe schlechte Verbindung. Nein, ich habe meine Ultimate gewastet. Warum ist meine Verbindung jetzt auf einmal schlecht? Hä? Warum? Okay, warte. Wir dürfen jetzt hier nicht die letzte Runde reinchoken. Ich muss jetzt hier, wir warten, bis unsere Ultimate ready ist. Warum lädt die denn aber auch gerade so langsam auf? Nein, wir haben unsere Schilder schon ausgegeben. Wir haben uns, das hat man ja nur dreimal, die Runde. Oh, okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Komm, wir gehen rein. Ich habe halt jetzt keine Schilder mehr ready, aber nice. Trotzdem geklappt. Sehr, sehr gut, Leute. Also ich würde sagen, man, ich hatte anfangs meine Schwierigkeiten mit Edgar gehabt, aber meiner Meinung nach, Edgar, gebe ich eine... Ich gebe ihm eine 7 von 10, Leute. Das ist meine Bewertung. Warum das Ganze? Man kann ihn gut spielen, sage ich, ist okay. Man muss nur wissen, wie er funktioniert. Dann geht's klar. So, deswegen 7 von 10. Aber ist trotzdem nicht mein Favorite. Ich finde, die Range ist mir zu kurz. Wenn man seine Schilder aufgebraucht hat, hat man es echt schwer, auch im Nahkampf. Ja, also ich gebe Edgar eine 7 von 10. Das ist meine Bewertung. Schreibt in die Kommentare, welchen Brawler sollen wir als nächstes probieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt gerne die Paulberger Limo aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.